sie. Formiert sich die Gruppe neu und seitdem ist die Holzauer-Gilde ein fester Bestandteil der Narizella, Radolli und der Radozeller Faser. Ihre Hauptbeschäftigung, wie heute bei uns im Pfullerdorf, ist das Einholen und Stellen des Narrebomb. Begleitet werden sie von der hervorragenden Holzhauermusik bzw. der Trommler der Musik. Abteilungsleiter und Verantwortlicher für das heutige Narrebombstelle ist Roland Zimmer, dem wir nun das Wort übergeben wollen. Ihm und seinen wackeren Mitstreitern wünschen wir viel Erfolg und den Zuschauern eine gute Unterhaltung. Während dem Bombstellen wird der anwesende Narresaume mit dem laugehexter Schnappe unterhalten. Nach dem Bombstellen werden unsere Dieter ihren Dietertanz zum Besten geben. Nun wünschen wir euch viel Spaß und darauf drei kräftige Nari! Nari! Nari!
Es ist nicht der einzige Grund, warum wir hier am Baum stehen. Wir haben im November eine Geselleprüfung gehabt. Und einer der Aspiranten war in der Lage, diese Prüfung nicht zu schaffen. Warte noch kurz, warte noch, der ist gerade verladen. Warte noch. Schafft das wieder. Wir fahren trotzdem, das soll er nicht schneller machen. Also schafft das wieder. Jetzt siehst du mal, der ist schon am Polare noch. Also er ist wieder so langsam am Ort. Das ist ja schon ein Grund, dass man mal durchfahren kann. Und dieser Jüngling wird jetzt heute hier in Kuhlendorf zum Geselle geschlagen. Weil er wirklich durch seine Tätigkeit in der Zucht und für die Marizella viel geleistet hat und ist auch verdient hat, dass er heute Geselle wird. Unser Max Kuhl ist das Zelt an der Kuhl. Max, komm! Jetzt schnell wo? Und der Schuhe, den hat der Förster Moser dabei, der soll dann aussprechen, wer dabei ist. Also Stefan, ich übergebe ihn an dich. Ja, genau. Komm, ich hab's gehört, dass Max in der Lehrmuhr heute zum Geselle geschlagen wird. Das war einen Fahnenhalt, den wir uns aber schwören müssen. Max, bist du rein? Ja. Ich gelobe beim Stammbaum aller Narren. Ich gelobe beim Stammbaum aller Narren. Den Schnaps, den ich trinke. Den Schnaps, den ich trinke. Der Axt, die ich halte. Der Axt, die ich halte. Sowie auf die ehrenwürdige Holzhauerfahne. Sowie auf die ehrenwürdige Holzhauerfahne. Ein arbeitsamer, wachsamer und volksamer Holzhauer zu sein. Ein arbeitsamer und wachsamer Holzhauer zu sein. Der es versteht, die Tücken des Alkohols zu beherrschen. Der es versteht, die Tücken des Alkohols zu beherrschen. Die Müdigkeit zu überwinden. Die Müdigkeit zu überwinden. Dem Brennholz auszuweichen. Dem Brennholz auszuweichen. Well. Brennholz, nicht Brennholz, Brennholz. Sowie den Gefahren durch das andere Geschlecht zu trotzen. Ich heiße jung. Sowie den Gefahren durch das andere Geschlecht zu trotzen. Nun, Max, schlagen wir dich zum Holzhauer. Mit diesem Schlag erheben wir dich, Max, in den ehrenwerten Gesellestand der Holzhauer-Gesellschaft. Wir mögen dich stärken und dir die Kraft geben, allseits ein guter Holzhauer. Thomas, mach eine Idee. Auf unseren Max, ein dreifach kräftiges Ari! 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 Auf die Kuhlendorfer und alle Zeller Bassel, auf die Stehstricker und die Holzhauer-Gilde. Ein dreifach kräftiges Nari! 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 Nari!